ciao und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love Cooking. Heute. Inke, wer ist das denn? Ho! Inke, was ciao! Ciao, was willst du denn hier? Ja, was geht's hier ab? Ja, schon mal. Hi! Komm mal. Alles gut? Ja. Was machst du? Tiramisu. Tiramisu machst du? Ja. Ach Quatsch, komm, hast du noch nie gemacht. Das hab ich bestimmt schon 10 Mal gemacht. Ja, ja, 100 Mal bei mir, komm. Habe ich schon gemacht. Schoti. Ja, ja. Na komm, schnapp dir eine Ding, sondern nee, geht's los. Ich bin dabei, jetzt hab ich mit hier. So. Wer hat den da reingelassen? Naja. Willst du auch Animation machen? Nee, ich mach ein bisschen. Okay, nicht. Dann stell dich schon mal vor. Falls was falsch ist, kannst du ja sagen, wofür brauchst du das? So. Ja, jetzt bin ich voll eingeschüchtert, ey, Mann. Also, wir brauchen, ja, für das heutige Tiramisu einmal Quark, Erdbeeren, weil das brauchen wir für Erdbeer-Tiramisu. Aber das vergessen wir jetzt. Das machen wir separat. Also, Mascarpone, Amaretto, Zucker, Eier, Kakao, ungezuckerten, Espresso und Biscuits. Die schönen Biscuits. So, Nicola, wir fangen an. Guck mal, ich habe eigentlich so, ich weiß nicht wie, das hier, das ist eine Sache, die machen wir später. Ich bin dein Azubi. Ich mach nur mit. Du hast doch gerade angegeben. Ja, ich hab schon mal gucken, was für Schritte du machst, was dafür also muss. Ich würde jetzt trennen. Du weißt, ich bin sehr gut in Eier trennen. Ja. Ne? Da fällt mir meistens immer das Zeug rein. Aber das hatte ich jetzt vor. Ne? Ja, dann machen wir, komm. Okay, wir fangen an. So, ich hol mal eine Schüssel. Ich mache ein bisschen Platz und du kriegst die Ecke für dich. Ich geh drauf, komm. Na, Bene. So. So, wir trennen das Ei. Warte mal, als erstes, Nico, schön, dass du da bist, echt. Ja, du hast so viele Videos gemacht, habe ich alle gesehen, online, läuft bei dir. Ja, läuft, aber das läuft nicht. Das ist eigentlich für jetzt aber, alleine macht keinen Spaß. Das heißt, du willst ja unbedingt, dann kriegst du es. Testen wir erstmal den Amaretto, weil Tiramisu, also wenn ich was Falsches sage, unterbrech mich, darf man nur mit dem besten, allerbesten Amarettos machen. Oder geht auch billige Plörre? Nein, Amaretto. Okay. Und Amaretto. Wunderbar. So. Salute. Salute. Gut. Ich liebe Tiramisu. Weil wenn das so schon anfängt... Wer liebt Tiramisu? Warum? So, ich trenne das Eigelb. Zack. So. Na, Nico, hast du gesehen? Super. So, Nicola, mit dem Eigelb. Zucker rein. Genau, wir haben jetzt 4 Eigelb und 130 Gramm. Ja, man kann zwischen 120, 150, wie man halt möchte. Ne? Ich habe extra gemessen, 130. 130, du rein, das reicht. Glaubst du mir, dass ich das gemessen habe? Ja, klar. Von wegen, wir messen nicht. Und rein damit. Und jetzt? Ja, jetzt rührst du. Aber schön lange, ne? Ja, ja. Nichts eine Minute. Das muss richtig cremig das werden, dass der Zucker lange sich berührt werden. Dein Glas ist ja leer, habe ich gesehen. Du warst bestimmt ja, wieder von wie wegen. Letztes Mal. Sag mal. So, jetzt hier wird erstmal nichts. Jetzt wird erstmal gearbeitet. So, jetzt werden wir das Eiweiß steif schlagen. Wie lange dauert das ungefähr, Nico? Das muss richtig fest sein. Diesen Test machen wir. Nein. Nee, ne? Aber so ungefähr. Ne? Also schön steif schlagen. Was denkst du denn? Hä? Oh. Habt ihr das gesehen? Und was wird passiert, ne? Wenn nicht, sehe ich aus wie ein Schneemann. Die Sahne. Boah, Nico, krass. Ja. What? So muss das sein. Ja, super. Ja. Die Mascarpone hier rein. Und auf langsame Stufe einfach einrühren. Und dann schön da rein.
Dann tun wir das langsam unterrühren. Den Espresso und den Newton Amaretto. So. Und dann komplett tränken den Biskuit oder machen wir den? Ich würde nur halb. Mit der Zuckerseite, ne? Zuckerseite. Schön mit der Zuckerseite. Wir tunken jetzt mit der Zuckerseite halb den Biskuit rein. Ja, zeige ich euch. So, Amaretto. Du musst sagen, stopp, nee, Nico. Tu ein bisschen rein und dann testest du mit einem Löffel oder so, ob zu stark oder zu leicht ist. Stopp, stopp, sonst wird es zu stark. Okay. Ich würde mal probieren mit dem Löffel. Okay. Reinschütten. Nur ein bisschen. So, den Löffel, der kommt jetzt weg. Erstmal testen. Wobei. Ob wir noch mehr Amaretto reinmachen, wird getestet. Ein bisschen kann noch rein. Geh rein. So. Probier einfach. Genau richtig. Hm? Könntest du so aus der Schüssel löffeln? Sollen wir das nicht einfach so essen? Könntest du so aus der Schüssel löffeln? Boah, wunderbar, echt. Gusto in bicchiere. So. I love tiramisu. I love it. Salute. 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 So, Nico, wir fangen an. So, bitteschön. Und zwar mache ich, also ich mache das immer so, ich mache eine ganz, ganz dünne Schicht. Unten hin. Aber echt. Nicht viel. Mhm. Einfach, machst du das auch so? Ich mach auch so. Doting. Mit der Zuckerseite. Ich zähle bis zwei. Eins, zwei. Zack. Und nach oben gucken lassen. Eins, zwei. Zack. Eins, zwei. Richtig. So, wunderbar. Das ist die erste Schicht. Super. Creme drüber. Creme drüber. Bei der Creme irgendwas zu beachten? Nein, einfach da so einfach, schön die Lücken. Einfach drauf, die zu Lücken sehen. Schön zu. So. So, ich würde jetzt sagen, wenn wir die zweite Schicht machen, machen wir das oben. Ja, also die oberste Schicht machen wir mit einem Spritzbeutel. Dann sieht das. Ja? So, du machst die zweite Schicht drauf. Na, die machen wir aber versetzt, ne? Ja, die machen wir versetzt. So, weiter geht's. Weiter geht's. Die zweite Reihe. Bevor er mit dem Spritzbeutel da rumhantiert, mache ich erstmal noch eine dünne Schicht hier. So, ein bisschen. Verteilen wir das noch ein bisschen. So, jetzt fange ich an. Guck mal, Nico. In der Mitte. Ja, ist was dicker aufliegt. Und jetzt kommt der Kakaopulver drüber. Jetzt mache ich den. Finito. Das war's. Sollen wir noch mit dem Rest, sollen wir den kleinen Erdbeer-Tiramisu machen? Können wir machen. Aber das sieht doch super aus, oder? Ab in den Kühlschrank. Oh, ab in den Kühlschrank. Wie lange? Mindestens 4 Stunden. Auf jeden Fall. Mindestens. Damit das schön fest wird. Mindestens Sie. 4 Stunden muss das hier in den Kühlschrank. Ja? So, wir haben gesagt, aus dem Rest hier machen wir noch ein bisschen. Da machen wir noch was. Guck mal, Nico, dafür habe ich den hier. Den kannst du schön da reinfüllen. Ja. Genau. Ziehen wir ein bisschen. Genau, dann machen wir genau das gleiche wie bei. Dann machen wir hier eine kleine Schicht. Dann, das haben wir am Anfang nicht erwähnt, Milch. Die Milch tun wir rein. Gerade eben habe ich ein bisschen diskutiert mit Nico. Ich wollte Orangensaft nehmen, weil das kann man auch mit Orangensaft machen.
Aber die ganzen Tester, ja, die hier alle rundrum sitzen, die haben gesagt, damit schmeckt es am besten. Okay. Viele machen mit Orangensaft, aber ich finde, dass die Säure dann mit der Creme, das beißt sich. Ist aber halt Geschmackssache. So, optimal. Jetzt das hier für jetzt haben wir auf einmal mehr. Ja, die ist gut. Okay, bella Creme. So. So, das reicht. Nico, das tun wir jetzt rein. Einmal komplett rein. Optimal. Nico, wenn ich damit fertig bin, soll ich schon mal eintunken und einlegen? Hey, wer hat die geklaut? Richtig. Du hast geklaut. Ja, bist du Bandit? Richtige Bandit. Lecker. Richtige Bandit bist du. Was machen wir jetzt? So, jetzt tunken wir die Kekse in die Milch. Okay. So. Jetzt kommt die Creme drauf. Sieht die gut aus. Aber nicht sagen, wenn ich falsch mache. Kritik ist nicht mein Ding. Ne? Mag ich nicht. Gibt's keine Kritik. Ich mag keine Kritik. Gibt's nur Anlass. Gibt nur einen Nackenschlag, ne? Nein. Ja, bitte. Ich hab. Zack. Boah, guck mal, wir sind ganz genau ausgekommen, Nico. Du hast zu viel von den Dingern gegessen. Welche? Ja, von dem Teil, von den Biscuits. Ja. Ich hatte Hunger. Ja, ja. Jetzt haben wir zu wenig, jetzt haben wir den Salat. Was willst du von mir? Oder das Tiramisu. So. Uah, der das am Schlürfe ist. Nichts übrig lassen. Oh, genauso wie der andere Tiramisu. Tiramisu. Wer hat's erfunden, Nico? Italiener, oder? Italiener. Wie ich dich kenne, nimmst du den nur für dich und schön mit den Löffeln durch. Was denkst du denn? Heute Abend verputze ich das Ding. Tja, ich habe nichts anderes erwartet. Du hast ja keine Auflaufform dabei. Das heißt, wenn man keine Auflaufform dabei hat, hat man Pech, ne? Wo, wie willst du das transportieren? Ist alles für mich. So. Nee, nee, du kriegst von mir auf jeden Fall die Hälfte ab. Wir teilen brüderlich. So. Ja, Nico, jetzt habe ich dir so oft auf die Finger gehauen. Jetzt kannst du eigentlich alles essen hier. Die ganzen Fragoles. Ist Mehrzahl von Fragola Fragoles? Fragole. Der Fragole. Das tun wir jetzt in den Kühlschrank rein. Ja. Ja. Ich krieg nichts davon. Doch. Du bleibst ja noch hier. Jetzt machen wir eine Bella Grigliata oben. Okay? Hat mich gefreut, hier sein zu dürfen. Ja, du hast meine Türe fast kaputt gehauen. Besten Freunde. Ich konnte dich nicht draußen lassen. Ja, schön, dass du hier warst. Hat mich gefreut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Ruf mich vorher an, weil sonst hoffe ich, dass ich... Man muss die Tür ersetzen. Wenn euch dieser Clip gefallen hat, ja, Tiramisu. Tiramisu A und Tiramisu B, ja? Freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal dabei seid bei Love Cooking. Mein Name ist Domenico. Mein Name ist Nicola. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.